Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Was war das für ein Anfang? Hilfe! Auf unserem wunderbaren YouTube-Kanal haben wir uns was Besonderes überlegt heute. Wir werden heute kochen und zwar nach keinem Rezept, sondern einfach nur mit den Zutaten, die uns ein befreundeter YouTuber nennt. In dem Fall ist es, wie man das an der Tafel bereits sehen kann, Lukas Evive, der hat uns eine Reihe an Zutaten gesagt. Und dazu hat er uns eine kleine Videobotschaft gesendet, die werden wir uns jetzt mal zusammen angucken. Ich bin mal gespannt, was er uns dort sagt. Aufrufe gehen runter. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier heute ein paar Zutaten rausschallern kann. Ich habe mir doch was ganz Besonderes überlegt, was, denke ich mal, super zu euch und auch super zu mir passt, ja. Und zwar gibt es heute einen ganz klassisches Warum? Super zu ihm. Gericht. An der Stelle gehen die Grüße mal raus an Gisela. Es ist nämlich ein Geschwisterbraten. Ein Eifler Geschwisterbraten. Kann ich echt empfehlen. Haben wir sehr oft schon gemacht. Oh Gott. Unendlich viele Geschwister hier bei uns in der Eifel. Es ist ein Braten, so viel kann ich schon mal verraten, aber was es genau ist, müsst ihr selber rausfinden. Die Zutaten sind auf jeden Fall relativ weird, aber ich hoffe mal, ihr kriegt da was Gutes mit hin. Der Name auch. Zuallererst braucht ihr 1 Kilogramm Schweinefleisch mit Schwarte, ganz wichtig. Er sagt auch Schweinefleisch. Salz und Fleisch. Oh Mann, ey. Pfeffer, Kümmel und Wasser. Dann braucht ihr noch 1/2 Kilo Kartoffeln ungefähr, 4 Eigelb, 60 Gramm Speisestärke. Komme ich gerade vor wie in so einem Kochbuch. 60 Gramm Butter, Salz, Muskat, Speisestärke. Und 1 Esslöffel glatte Petersilie. Nicht die rupfige, die glatte. Ja, geschnitten vermutlich. Ja. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Schickt mir doch gerne ein Stück von dem leckeren Braten am Ende zu. Mit der Post. Was hat der? Ja, wenn man sich das eigentlich so ganz anguckt. Simpel. Ich denke mal, ihr kriegt das hin. Mehr gibt's auch nicht zu sagen. Viel Spaß, guten Hunger und Grüße ihn raus an meine 400 Schwestern in der Eifel. Ciao. Wie geil. Okay. So Leute, da wir leider an dieser Stelle aus Versehen die Formaterklärung weggeschnitten haben. Also in diesem Format geht es darum, dass Freunde uns Videos schicken, in denen sie uns sagen, welche Zutaten man welcher Menge für das Rezept braucht, was wir beziehungsweise für das Gericht braucht, was wir kochen werden. Müssen wir aus diesen Rezepten das Gericht zusammenstellen, aber wir wissen nicht, was mit was kombiniert wird. Das heißt, wir müssen selber herausfinden, wofür die genannten Zutaten gut sind und müssen das Rezept sozusagen blind, also das Gericht blind daraus kreieren. Okay. Die haben das Rezept nicht. Aber Jan hat auch den Rezept- und Zutatendreher, den ich immer habe, weil ich sage auch immer zu Zutaten das Rezept, was totaler Nonsens ist, weil das Rezept beschreibt ja die Zubereitung und die Zutaten sind die Zutaten, muss ich keinem erklären, ne? Wisst ihr selber. So, nachts, Sani. Okay, also wir machen einen Schwesternbraten aus der Geschwisterbraten. Eifel. Geschwisterbraten aus der Eifel. Habe ich auch gar keine Ahnung, was man da irgendwie machen könnte. Ich weiß es nicht. Was heißt du mal, wenn da eine 1 ist und dann eine 2 und eine 3? Also das ist sozusagen, wenn man sich an der Uhr 2 ganze Stunden vorstellt und davon nur 1/2, dann ist es eine ganze Stunde und 45 Minuten. Das heißt, man muss... 3/4? Ja, genau. Oder? Okay, also wir brauchen 2x Eigelb. Oder was ist nochmal das Große? Das ist Eiweiß. Das Gelbe ist das Eigelb. Okay. Du kannst ja schon die Farben zwischen farblich und durchsichtig unterscheiden, oder? Ja. Ah nee, da kommen ganze Eier einfach rein. Das ist sogar egal. Es kommen einfach so ganze Eier einfach rein. Na dann. Okay, das haben wir schon mal. Jetzt kommt noch die Brotkrümeldinger da rein und dann kriegen wir ein bisschen festere Konsistenz. Boah, das ist ja richtig ekelhaft. Bah! Und die werden so nass da reingetan, also ja. Zerpflückt nee. Praktisch. Ja, genau. Ausdrücken. Das ist ja richtig ekelhaft. Ich überlege gerade, ob das eine gute Idee war. Es ist auf jeden Fall jetzt zu spät. Wir tun es jetzt so. Ja. Nein! Das sieht aus wie eine Nachgeburt. Oh, scheiße. Was war das? Der Muskatnuss ist gerade kaputt gesprungen. Hä, wie? Ja, die Dose. Nein, unsere Muskat! Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten hier unsere Muskat! Diese Grütze und die wollten wir jetzt in die Pfanne machen. Dann, ja, ach, wenn du... Mein Gott, immer diese Saufspiele noch. Ich glaube, dass die Kartoffeln als... Die werden vermutlich... Ich würde sagen, die Kartoffeln werden... Es gibt so Was? Scheibenweise Bratkartoffeln als Beilage. Ja, und da kommt einfach Salz und Pfeffer drauf. Hätte ich auch gesagt. Daher würde ich auch den Kümmel mit hier rein schütten. Laut Lukas brauchen wir etwas Kümmel. Etwas Kümmel. Oh Gott, oh, jetzt geht's los. Dann nehmen wir etwas Kümmel. Was ist denn etwas? So ein Hauch, so. Genau, mach mal. Wer hat diese Videos geschnitten? Was geht ab bei dem Schnitt? Das ist mega funny. Also. Den Geschwisterbraten. Vielleicht hat Lukas noch einen Onkel. Ach ja, natürlich. Ich glaube, er sagt Papa zu ihm.
Ich finde Kümmel geht. Ich mache auch gerne viele Kümmel rein. Boah, das riecht ja richtig nach Evangelikalius-Milch. Was ist das? Das habe ich mir gerade ausgedacht. Lukas, wenn du das siehst, schreib es mir bitte unten rein. Was? Was? Also sorry, nur noch was? Ob es wirklich Schwesternbraten heißt oder ob du dir das einfach nur so ausgedacht hast. Und hast du das schon mal selber gemacht? Oder deine Mutter es vielleicht so gemacht? Deine Schwester. Wenn Lukas' Mutter mit Lukas' Schwestern schwanger ist, ist es dann ein Schwesternbraten? Wir wollen jetzt nicht Lukas und seine Familie beleidigen. Doch wollen wir. Das war keine Beleidigung. Liebe Grüße an Lukas und seine Schwester Alina. Das war Lukas' Freundin. Ich weiß. Lukas kennen wir ja mittlerweile eigentlich auch schon relativ lange, ne? Ja, seit 2 Jahren bald. Lukas haben wir auf der Gamescom kennengelernt. Ja, genau, wie Revi. Mit Revi zusammen sogar. Ich glaube, da haben die doch wieder, wenn ich du wäre oder so, aufgenommen. Das stimmt, zu dem Zeitpunkt kannte ich die auch noch nicht. Das ist doch das einzige Mal, wo ich Lukas feiern gesehen habe. Danach habe ich nie wieder feiern Doch, gesehen. Madeira. Hat er da was getrunken? Ja, viel. Also. Nein, Lukas trinkt keinen Alkohol. Alkohol ist schlecht, Leute. Lass die Finger weg von Alkohol. Jan trinkt auch keinen Alkohol. In den Momenten, wo ich gerade absetze, da trinke ich keinen Alkohol. Woher kommt eigentlich dieses Gerücht mit der Eifel? Boah, das weiß ich auch nicht. Ist da Belege für? Ja, und eins davon hat gerade mit uns aus dem Laptop herausgesprochen. Das ist ja kein 100%iger Beleg, oder? Leute, falls ihr Bock habt, das Ganze auch mal nachzukochen, findet ihr in der Videobeschreibung unten nämlich die ganzen Zutaten. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dieses Gericht auch mal nachzumachen. Dann habt ihr auch die Chance auf Lukas Schwester. Wollen wir das? Mit so vielen Zwiebeln? Wollen wir das? Schwesternbraten. Den zu erleben mit eurer ganzen Familie. Gleichzeitig sagt uns auch mal gerne eure Meinung zu dem ganzen Format, falls ihr Bock habt, dass wir das öfter mal machen und mit verschiedenen Gästen aus verschiedenen Bereichen. Tränen die Augen. Mhm. Okay, wir haben jetzt hier den gesamten Salat reingemacht. Fertig. Wir haben eine Knoblauchpresse seit neuestem, Leute. Ist der Salat? Sollte das nicht ein Braten sein? Wahnsinn, oder? Ach, weißt du was? Dieses Ding kannst du dir in deine A** reinschieben. Das funktioniert ein Scheiß. Ach, weißt du, ich rufe das jetzt auch so. Hat der gerade probiert, Petersilie durch eine Knoblauchpresse zu drücken? Hat das vielleicht deswegen nicht geklappt? Nein, nicht so herzlos. Ich glaube, du hast Blumenerde mit drin. Nein, du hast... Das ist gut, Vitamin B12. Jetzt keine Blumenerde mit reingemacht. Ja, das ist, die ist daneben gefallen. Hast du einfach das ganze Ding so rausgezogen? Ist nicht schlimm. Bei Herrn Stefan. Was ist das denn eingestampft? Das ist ja richtige Luxusbutter. Da haben wir mal richtig Geld in die Hand genommen, Leute. Das kann sich nicht jeder leisten. Leute, die Laktose haben zum Beispiel nicht. Komm, wir nehmen jeder die Hälfte und machen das zusammen. Ich will nicht alleine kneten müssen. Du knetest! Nein, du kannst auch kneten. Wir kneten zusammen. Ich habe gestern in den Stream reingeschaltet. Ja, fand ich schön. Wie fandest du es? Ich fand... Hä? Redet Tim zweimal und auch im Hintergrund gerade? Hörst du das? Ja, fand ich schön. Wie fandest du es? Ich fand es ganz lustig, weil ich habe ja früher auch mal Sims gespielt. Hä? Nein, du kannst auch kneten. Wir kneten zusammen. Ich habe gestern in den Stream reingeschaltet. Ja, fand ich schön. Wie fandest du es? Ich fand es ganz lustig, weil ich habe ja früher auch mal Sims gespielt. Und dann habe ich zwischendurch immer mal reingeschaltet. Einmal genau an der Stelle, das Erste, was ich höre, ich habe dich auf der Toilette geschwängert. Und dann habe ich gesehen, dass du wolltest mit mir dann darüber sprechen, aber da war ich gerade auf dem Klo und dann dachte ich mir, okay. Weißt du was, ich habe unser Kind ausgetragen und du hast dich währenddessen mit dem Weihnachtsmann auf dem Sofa besoffen. Das ist ja so originalgetreu. Und als ich dann das Kinderzimmer eingerichtet habe, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo der Weihnachtsmann hin ist. Und dann stand der vor unserem kleinen Mädchen Gisela einfach vor der Fensterscheibe und hat Gitarre gespielt. Und auch so geguckt. Es ist einfach so akkurat, hast du denn die Serien gesehen? Olinski, danke schön für den Sub. Danke für den Support. Das könnte auch sein, aber da ist nicht nur Kaffee drin gewesen, Freddy vermutlich. Jan, magst du dich wieder da hinstellen? Weil ich mag hier gar nichts. Ja, merkst ihr das, Genosse? Ich schwing mal rein, manchmal ein bisschen hin und her. Kennst du das und sowas? Ja, möchtest du solche Krüppelbeine haben wie ich? Nein. Ja. Was machst du? Was passiert jetzt? Du kleiner Dekauernsohn. Hallo? Was machst du denn dann? Na gut, du hast halt gerade ein Kind bekommen. Ja, eben. Mit dem Weihnachtsmann gesoffen. Du bist aber immer noch ein Techtelmechteln. Mit wem? Mit mir. So, nicht mit dem Weihnachtsmann. Das zum Glück noch nicht, wenn ich euch mit zusammen im Bett erwische, wäre ich ziemlich geschockt. Da fällt Weihnachtsmann aber aus, du. Warum wohnt der Weihnachtsmann eigentlich bei uns? Ich weiß es nicht. Ich habe mich mit dem Durchbau angefreut, auf einmal stand er einfach an der Tür. Irgendwas. Weißt du das nicht? Nee, ich kann dir auch Handschuhe geben. Du kannst nicht willst. Ich kann dir auch Handschuhe geben. Mach du die Hälfte, ich mach die andere Hälfte. Ich
kann die Handschuhe geben. Ja, komm, dann mach ich's halt. Ach nee. Willst du Handschuhe haben? Ja. Oh, viermal, Alter. Tritt fester rein. Fester. Ja, wir hätten vielleicht eine größere Schüssel nehmen sollen. Hast du eine größere Schüssel? Ja, die ist aber gerade erst fertig geworden. Die Plastikschüssel? Nee, die XXL-Kochtopf. Aber ich frage mich, ob das alles da reinpasst. Wahrscheinlich nicht. Leute, schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr findet, wie wir bis jetzt zurechtkommen. Ich finde, bis jetzt stellen wir uns gar nicht so scheiße an. So, ich habe jetzt den ersten Kloß reingedonnert. Boah, das ist aber ein großes, fettes Vieh hier. Okay, Leute, wir haben jetzt gerade kurz das Mikro gewechselt. Ich wundere, dass das ja alles gerade ein bisschen hektisch war. Jan hat hier gerade schon den ersten Kloß reingepfeffert. Der ist groß. Sieht ein bisschen so aus, wie man erbrochen ist, dann auch schon mit war. Oh, nee, lass es fester machen. Genau, okay. Fester machen. Dann drückt das was zusammen. Ich glaube nicht, dass da so viele in der Größe reinpassen. Die Bewegung fällt eigentlich ganz gut aus. Dann, wenn du wieder versuchst, mir zwischen die Beine zu fassen. Was ist heute los? Okay. Du hast jetzt nicht besser gemacht. Oh, Lukas. Wusstest du, dass Frikadellen hier nur ein regionaler Begriff ist, der eigentlich nur am Rhein verstanden wird? Wie heißt es denn sonst? Buletten. Ich finde es so komisch, wenn Leute Buletten sagen. Dann denke ich an diese Burger-Dinger. Ja, das sind diese Patties, die du vermutlich meinst, ja, ne? Aber offiziell heißt es Buletten. Komisch! Das wusste ich auch nicht. Mal wieder was gelernt. Otvli ist, glaube ich, richtig. Dankeschön für den Sub. Dankeschön. Viele neue Leute dabei, die heute haben. Vielen, vielen Dank für den Support. Die Zwiebel ins Auge steckt. Braten? Das ist doch kein Braten. Ja, ich hätte auch gedacht, man nimmt dann diese ganze Hackmischung und macht das dann halt in so eine Auflaufform oder so eine Bratenform halt, ne? Und dann geht das in den Ofen. Also ich weiß nicht, warum die jetzt Frikadellen machen, aber, Nee, danke. Immer noch Oddwalli. Sorry. Tromap. Dankeschön für den Prime-Sub. Einfach mit so einem Kanister ins Bild. Ja, aber ich würde sie waschen. Ja. Sollen wir denn... Das ist ein religiöses Objekt. Das ist ein Sieb. Ey! Das ist ein Sieb. Warum ist das ein religiöses Objekt? Weil da Nudeln reinkommen. Kannst du essen morgens, kannst du essen abends, kannst du essen immer. Nein, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Captain Marvel, dankeschön für den Sub. Auch wieder neu dabei, dankeschön. Willkommen in der Abo-Falle. Nein. Alter, lass das Ei! Lass das Ei! Nein, das Ei! Ich bin ein Monster. Das ist so geil. Du ein Hirsch. Als ob, ey, das ist doch kein Nebensatz, der hier gerade passiert ist. Der hat ihm einfach ein Ei unterm T-Shirt ausgedrückt. Schneiden, oder? Und er macht einfach weiter. Nee, das ist nicht. Muss ich andersrum machen? Das ist muss nicht. Es doch so machen. So, oder nicht? Das ist mir zu schwierig. Wir können ja sonst die Kartoffeln auch einfach noch ein bisschen würzen, oder? Was sagst du? Ja, das auf jeden Fall. Damit was sagst du dazu? Das finde ich gut dazu. Ich finde das auch gut. Und jetzt halt deine Fresse, sonst stopf ich sie dir mit Kartoffeln. Ja, es riecht doch schon mal noch was, oder? Das ja, es riecht nach etwas. Nach Essen sogar. Nach Essen sogar. Weißt du, was interessant ist? Ich habe ja gerade ein Ei unter deinem Oberteil zerklatscht, aber plötzlich liegen da wieder zwei im Bild. Es ist zum Glück nicht kaputt gegangen, Freunde. Oh. Okay. Ich stehe hier die ganze Zeit bauchfrei unter meinem Ding, aber das sieht keiner. Die ganze Zeit meine Bluse rutscht mir die ganze Zeit hoch unter meinem Kochschürze. So sieht das Ganze aus. Das ist der Jan vom Namen. So sieht man Jans Gesicht vom Namen. Man kann auch ranzoomen. Würde ich allerdings nicht unbedingt empfehlen. Okay. Was ist denn bis jetzt der Fazit zu dem wunderbaren Gericht, was wir von Lukas bekommen haben? Lukas, interessant. Ja, oh, das ist richtig gut. Richtig oh mein gut gemacht. Warte, das noch ja, nicht. Das ist zu groß. Ansonsten das verteilen wir das. Ja. Ja. So sieht der ganze Spaß jetzt aus. Ist auf jeden Fall schon knusprig irgendwo von der anderen Seite. Denkst du, die können wir auch schon drehen? Ja, das denke ich schon. Hi! Hi! Also guck mal, so sieht das Ganze. Rowley, 10 verschenkte Subs nochmal. Ey, eigentlich müsste ich Tamai jetzt Bescheid sagen, dass er sich bedankt, aber ich mach's jetzt heute ausnahmsweise mal. Vielen Dank, Rowley, für 10 verschenkte Subs. Ein bisschen Liebe für Rowley in den Chat. Ihr habt gerade 10 Subs geschenkt bekommen. Was sieht jetzt hier aus momentan? Wir wussten ja nicht, was zu was gehört. Deswegen haben wir jetzt einfach alle Gewürze in das Stück Fleisch reingeballert. Okay. Ja, wir haben daraus mehrere Sachen gemacht. Es ist sogar in meinen Pfannen gar nicht genug Platz gewesen. Habt ihr aus allen Zutaten nur eine Sache gemacht? Ja, nee, die Kartoffeln haben wir parallel angebraten und aus dem Rest haben wir so Fleischstücke gemacht. Ist das richtig? Soll ich schon mal so einen kleinen Tipp geben, was eigentlich gedacht war? Ja, wir sind eh fertig. Achso, ja, also eigentlich aus dem Braten und Kartoffeln Klöße. Klöße? Ach, das heißt, die müssen noch gehackt werden eigentlich. Ja. Ach, das ist eher machen, ne? Ich hab nur die Zutaten. Ja gut, ich wusste nicht, dass es Klöße sind. Ich wir auch haben nicht. Jetzt Bratkartoffeln gemacht. Soll ich euch mal sagen, was für ein Braten war? Nee. Krusten.
verbraten. Ach so, das heißt, mit dem Brötchen hätte das paniert werden müssen. Die müssen gar nicht eingeweicht werden. Nee. Krustenbraten mit Hack? Ich hab doch auch schon mal mit Peter Krustenbraten gemacht. Dafür braucht man doch so ein Ding. Rolly macht John Konkurrenz. Ja, langsam geht's hier an Rang 1. Die Brötchen waren, glaube ich, ja für die Klöße. Ach so, natürlich, das wird mit den kargen Kartoffeln gemischt. Ach, jetzt macht's auch Sinn, dass wir mit dem Wasser... Also so sieht's jetzt aus, wir haben hier das Fleisch. Aha. Dann hier die Kartoffeln. Und so sieht das Ende aus. Also ich weiß nicht, das Fleisch sieht irgendwie komisch aus. Ja, das ist vegetarisch. Und das besteht sein... Es ist auch einfach das falsche, komplett falsche Fleisch. What the fuck? Hälfte auf Brot. Nein. Also wie viele Punkte von 1? Er kann seine Schwester halt besser zubereiten. Wir dachten die ganze Zeit, das heißt Schwesternbraten und nicht Geschwisterbraten. Ja, aber das ist beides interessant. Hey, warte, habt ihr es noch probiert? Noch nicht. Nee, noch nicht. Ich muss ja wissen, ob es euch schmeckt. Jan traut sich als erstes. So. Lecker, all dieser Produkte. Oh. es ist gut. Es ist gut, hat er gesagt. Es ist denn sehr gut? Das schmeckt wie, wie heißt es, Reibekuchen. Anka, dankeschön für den Prime Sub. Das schmeckt wie Reibekuchen, das soll so ein Braten sein. 1 bis 3. Ging die Frage an mich? Warte, an Lukas erstmal, vom Aussehen her. Naja, Lukas sieht jetzt nicht so gut aus. Was gibst du? Also, ich hätte eine Wife-HD. Okay, also einen traurigen der Wife, okay. Jan hat dir gerade den Mittelfinger gezeigt. Was gibst du, Jan? Aussehen her ist eine 2 und Geschmack ist so 2,5. Das schmeckt besser als das Aussehen. Ja, das auf jeden Fall. Was soll das denn jetzt heißen? Wir schicken dir gern was per Post zu, wenn du willst. Ich habe auch Briefe hier. Nee, danke. Also ich muss auch jetzt dann langsam wieder los zum nächsten Termin. Wenn ich das nächste Mal vorbei komme nach Corona und so, dann kochen wir uns einfach noch. Also ich habe am Samstag um 6:45 auch immer Termine. Aber ist okay, dann machen wir das halt das nächste Mal einfach und... Hab dich lieb. Tschüss. Ja, ciao, ciao. Tschüss. Wir haben trotzdem unser Bestes gegeben, Leute. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr findet, dass wir es gemacht haben. Ich finde, wir haben es gut hingekriegt. Ja, finde ich auch. Dafür, dass wir weder Rezept noch irgendwas anderes hatten, sondern nur die Zutaten. Wir sind ja wirklich keine Köche. Deswegen schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wer als nächstes dabei sein soll, ob euch das gesamte Format gefallen hat. Und was fand ich cool. Meine Meinung zu der ganzen fand ich Sache cool. Ist, wie das Wetter heute bei euch war. Boah, ich würde die super gerne mal so Lemon Bars machen lassen. Die werden halt komplett lost. Also das ist ja wirklich... Das kriegst ja ohne Anleitung niemals hin, aber das wäre mega funny bestimmt, was da rauskommt. Einfach nur was Saures einfach nur.